Willkommen bei mir in meinem Studio auf meinem Kanal. Heute geht es um einen Traumtänzer. Ein Auto mit Sternen, das hätten wir gern. Mit Bordingenieur und eigenem Chauffeur. Dazu eine schneeweiße Yacht. Die Sterne von Sylt in der Nacht. Ein kleines Hotel wäre sehr originell. Vielleicht eine Uhr mit Rolex-Gravur. Ein See voller Schmuck an der Wand. Macht jeden Tag interessant. Das schmucke Café am Starnberger See ist einkalkuliert für uns reserviert. Das Parkhaus, das wäre der Clou, gibt es für uns gratis dazu. Das Herz voller Scham, ein Mädchen im Arm, die Taschen voll Geld, was kostet die Welt? Zum Après-Ski fahr nach Tirol, 3 Stangen HB für den Zoll. Die Aktien der Bank, sie steigen rasant. Darauf ein Toast, lass gut sein und Prost. Die Goldminen zahlen wir in bar, wenn's gut geht schon im nächsten Jahr. Ein Autosalon wird der Knallbonbon. Juristisch gesehen für uns kein Problem. Der Haken am ganzen Projekt. Das Geldkonto ist nicht gedeckt. Wie im wahren Leben. Dann jetzt kommt was ganz Tolles, was ich mir überlegt habe. Eine Hommage an Herrn Fielmann, den Brillenhersteller. Ein Augenschmaus für jede Pupille, vom Optiker Fielmann eine Sonnenbrille. Die mit den bunten Gläsern, der Knüller. Doppelt verspiegelt, der Wahnsinn, der Brüller. Dazu ein gläsernes Brillenetui, Mund geblasen voll Euphorie. Ein Logo aus Gold, im Schriftzug mattiert, für die besten Kunden mit Hans signiert. Eine Rose verziert sagenumwoben, die Mitte vom Foto ungelogen. Von dem zu bestaunen, der Muse hat, im Gesamtkatalog auf dem Titelblatt. In Originalgröße einmalig hier, nicht zu übersehen auf Hochglanzpapier. Das Zertifikat verspricht Garantie. Danke, Herr Fielmann. Wir lieben Sie. Ich danke euch wieder. Dann bis demnächst.